Tatort Internet. In der unter anderem von der IHK Offenbach organisierten gleichnamigen Veranstaltungsreihe sollen Jugendliche über die Risiken des World Wide Web aufgeklärt werden. Neben PCs können auch USB-Sticks oder internetfähige Handys eine Gefahrenquelle darstellen. Zum einen bedienen sich natürlich Kriminelle allen möglichen Zugangswegen zu Smartphones und zu Rechnern, um zu Daten zu gelangen oder diese Rechner selbst zu übernehmen und wiederum zu kriminellen Machenschaften zu gebrauchen. Über 1600 Berufsschüler zwischen 15 und 20 Jahren haben bereits an den Vorträgen teilgenommen. Die Veranstaltungsreihe wird an 6 Schulen im Kreis Offenbach Station machen. Im Jahr 2013 lag die Zahl der Internetkriminalitätsfälle in Hessen bei rund 16.000. Das sind knapp 14% weniger als im Vorjahr. Tendenz sinkend.